Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Fabian Fröhlich und jetzt gibt es gleich wieder ein tolles Gespräch mit dem Herrn Dr. Dr. Rainer Ziedelmann. Und zwar diesmal über das Thema der Enteignung, und er kennt natürlich das ein oder andere Beispiel, welches nicht so an der Öffentlichkeit kommuniziert wird. Hier in dem Video sprechen wir auch darüber. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Schönen guten Morgen, Herr Dr. Dr. Ziedelmann. Vielen Dank auch für Ihr Buch Setze dir größere Ziele. Jetzt habe ich gerade das Buch durchgelesen, habe mir extrem große Ziele gesetzt. Und jetzt durch die Enteignungsdebatte muss ich wohl wieder Angst haben, dass mir alles wieder weggenommen wird, oder wie? Ja, zum Glück leben Sie ja nicht in Berlin und ich vermute, Sie haben auch noch nicht 3000 Wohnungen. Also sagen wir mal, haben Sie noch eine gewisse Schonfrist. Aber andererseits, klar, soll man die Sachen nicht unterschätzen. Es ist generell viel Gegenwind für die Immobilie und speziell für Wohnimmobilieninvestitionen. Diese Enteignungsdebatte, die wir jetzt haben, ist nur die Spitze des Eisberges. Aber das ist ja schon seit Jahren, dass man sieht, offenbar ist das nicht gewollt politisch. Und das ist jetzt schon auch ein ernster Punkt dran, dass man sich da drüber Gedanken machen muss und darauf einstellen sollte. Ja. Dass da mal was passiert in diese Richtung. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt eine direkte Enteignung sein. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, was da gefordert wird und was da los ist. Ja. Aber sagen wir, es gibt auch ein anderes Szenario noch, dass man das Privateigentum formell lässt, also Sie haben das Eigentum, aber schränkt Sie so weit in Ihrer Verfügungsgewalt ein, dass Sie am Schluss gar nicht mehr bestimmen können, was Sie damit machen, sondern dass der Staat macht am Schluss. Ja? Kann ich nachher nochmal an Beispielen auch erläutern. Also das ist nicht nur schwarz oder weiß, jetzt wird es enteignet oder das gehört Ihnen, sondern da gibt es auch Grautöne, und da sollte man sich in der Tat Gedanken machen. Das kann ich auch dann noch ganz ausführlich an Beispielen erläutern. Ja. Und was ich jetzt auch immer wieder höre, immer wieder Berlin, Berlin. Und Sie haben es ja gerade auch gesagt, dass ich gar nicht so in der Gefahr bin, wenn ich nicht in Berlin bin. Aber warum ist denn der Fokus so auf Berlin und nicht auf anderen Regionen in Deutschland? Ja, das hat mehrere Gründe. Also erstmal ist so, dass in Berlin natürlich die Mieten und die Preise in den letzten Jahren besonders stark gestiegen sind. Die sind immer noch eigentlich sehr niedrig und moderat im Schnitt, ja. Aber das ist halt, weil in Berlin, da waren ja die Mieten extrem niedrig. Die sind ja auch über viele Jahre überhaupt nicht gestiegen, stagniert, oder gab es sogar mal Jahre, wo die Mieten eher rückläufig waren, ja. Und dann gab es halt so einen Nachholprozess, dass die Mieten sehr stark gestiegen sind. Und dann wurde in der Politik auch sehr viele Fehler gemacht, ja, die jetzt dazu geführt haben, dass halt doch sehr schnell die Mieten und die Preise gestiegen sind. Und das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist natürlich, dass wir in Berlin eine super linke Regierung und eine sehr starke linksextreme Szene haben, ja, die dann das auch gerne aufgreift, solche Themen. Okay. Da gibt es natürlich aber auch die Gegenseite. Ich habe jetzt da neulich von einem Beispiel gehört. In München hat so ein Herr ein Mehrfamilienhaus geerbt. Und er sagt, wenn ein Bewohner ein Familienkind bekommt, dann reduziere ich die Miete um 50 Euro im Monat, denn die Familie braucht ja mehr Geld für ihr Kind. Also der ist sehr, sehr sozial eingestellt und möchte den Leuten halt mehr geben, wenn sie halt irgendwie Nachwuchs bekommen. So, und das hat er jetzt über Jahre durchgezogen, und jetzt wirft ihm das Finanzamt Liebhaberei vor und er kann gar nicht mehr seine Kosten absetzen, die er hat an seinem Haus. Also es ist ein ganz schmaler Grat, in dem man sich bewegt. In die eine Richtung kann man nicht gehen und in die andere auch nicht. Ja, gut, würde ich aber sagen, dieser Mann ist sicherlich ein absoluter Ausnahmefall, genau wie auch die Leute, die jetzt ganz brutal die Not der Mieter ausnutzen und die dann, was weiß ich, gab ja auch schon so Beispiele, die Fenster zumauern oder was weiß ich. Ja. Das sind so Sachen, über die in der Presse immer gern berichtet wird, weil es halt seltene Ereignisse sind. Genau wie wenn jetzt ein Flugzeug abstürzt, wird ja auch eher darüber berichtet, als wenn es jetzt high landet. Und das sind immer so, ist aber jetzt, sagen wir, ich glaube, dass weder dieser Vermieter, den Sie jetzt da als Beispiel genannt haben,
Das ist genauso eine seltene Ausnahme wie der, der jetzt mit brutaler Rambo-Manier gegen die Mieter vorgeht, sondern das meiste sind ganz vernünftige, normale Menschen. Sind übrigens die meisten sind ja auch kleine Vermieter, der allergrößte Teil von Leuten. Also sagen wir so, so Leute wie Sie jetzt zum Beispiel, ja, oder die noch weniger, die vielleicht nur 3, 4 Wohnungen haben. Das ist ja der typische Vermieter, ja. Und dann gibt es diese großen Wohnungskonzerne, wie jetzt in Berlin, gegen die sich das richtet. Und da muss man aber sagen, der Unterschied zwischen der Miete, die die aufrufen jetzt, und der Miete von den staatlichen Unternehmen, das sind vielleicht gerade mal 20 Cent. Das ist jetzt, sagen wir, der Unterschied zwischen 6,30 € oder 6,50 €. Also von einem riesen Mietwucher und kann man da gar nicht reden. Natürlich gibt es auch da immer wieder kritikwürdige Dinge. Aber wenn Sie jetzt 120.000 Wohnungen besitzen würden, da kann man bei jedem nachschauen, da hat er mal das gemacht und da läuft das schief und da hat er nicht rechtzeitig irgendwas instand gesetzt oder repariert. Also diese Einzelbeispiele, umso mehr Wohnungen Sie haben, umso einfacher ist es natürlich dann, solche Beispiele zu finden und die dann als öffentlich als charakteristisch darzustellen. Aber das große Problem ist ja die Frage, wird denn irgendwas besser, wenn man jetzt verstaatlicht, weil das ist ja genau die Forderung, die im Moment von diesem Volksbegehren kommt. Die sagen, wir müssen jetzt die Wohnungsbestände verstaatlichen. Also jeder, der mehr als 3.000 Wohnungen hat, wird dann verstaatlicht. Und da ist die Frage, was ändert sich dann? Dann ändert sich ja nur der Eigentümer. Das ist dann halt der Staat statt bisher ein Privater. Aber das wird natürlich an der Situation selbst, also an der Wohnungsknappheit, 0,0 geändert. Und das ist ja das eigentliche Problem, dass wir eine größere Nachfrage haben als Angebot. Und da müsste man ja alles eigentlich tun, um das Angebot auszuweiten. Also das heißt, eigentlich müsste man den Investoren den roten Teppich auslegen und gucken, wie man möglichst viele Investoren nach Berlin holen kann. Und wie man jetzt auch vielleicht zum Beispiel Bauvorschriften entschlacken kann, Genehmigungsverfahren verkürzen kann und so weiter, um dadurch mehr Möglichkeiten zu schaffen, dass auch bezahlbarer Wohnraum neu geschaffen wird. Und dann würde sich ja auch die ganze Situation entspannen. Aber wenn man jetzt stattdessen die Investoren verschreckt, ich meine, selbst wenn jetzt die Leute nicht enteignet werden, muss man mal überlegen, wer geht denn in so eine Stadt und investiert da, wenn permanent eine Diskussion ist, dass man da die Leute enteignen will. Das schon die Diskussion schreckt hier ab und das wird ja auch immer radikaler. Das fängt jetzt an mit 3.000 Wohnungen, aber dann haben irgendwo von den Jusos in Berlin, die haben dann gesagt, eigentlich sollte man jeden enteignen, der mehr als 20 Wohnungen hat. Und der Chef der Jusos, also in Deutschland, Kevin Kühnert, der hat neulich auch in der Talkshow dann gesagt, wer gibt dir das Recht, mehr als 20 Wohnungen zu haben? War so seine polemische Frage. Ja, da könnte ich ihn fragen, wer gibt dir das Recht, frei deine Meinung zu äußern? Das ist halt, weil wir in einem Rechtsstaat leben, wo es halt Eigentum gibt. Ja? Ja, klar. Und ja, die Diskussion radikalisiert sich immer mehr. Und ich befürchte ja, vielleicht kommt es gar nicht zu einer Enteignung, sondern der Bürgermeister hier in Berlin, der hat ja Folgendes gesagt, er möchte den Wohnungsgesellschaften die Wohnungen abkaufen. Aber natürlich will man dann die so stark unter Druck setzen und tut die permanent drangsalieren, dass man dann am Schluss kauft, ja, aber natürlich gerne unter Verkehrswert. Und das ist natürlich auch das bei der Enteignung. Wenn man jetzt diese Wohnungen enteignen würde in Berlin, diese Gesellschaften, dann hat der Senat ausgerechnet, würde das bis zu 36 Milliarden Euro Kosten, Geld, was ja überhaupt gar nicht vorhanden ist. Also müssten ja Schulden für aufgenommen werden. Und Berlin ist sowieso schon stark verschuldet und lebt eigentlich nur vom Länderfinanzausgleich, dass andere Länder, die vernünftiger wirtschaften, wie jetzt Bayern oder Baden-Württemberg, ja, so wo sie jetzt sind, da kommt ja das Geld nach Berlin. Also das Geld ist gar nicht da. Das sollen dann Schulden aufgenommen werden. Und jetzt sagen nur die Leute, die enteignen wollen, ja, wir wollen ja gar nicht den Verkehrswert zahlen, sondern die wollen dann mit dem erheblichen Abschlag zum Verkehrswert
entschädigen. Also da ist die Rede von, dass praktisch manche sagen, dass nur ein Drittel vom Verkehrswert gezahlt werden soll. Dann sind aber die Bankverbindlichkeiten höher am Ende als die Entschädigungssumme. Also faktisch ist es eine entschädigungslose Enteignung. Und dann gibt es auch sogar manche, die sagen, ja, war neulich im Fernsehen einer der Sprecher der Initiative, der hat gesagt, also ich finde, man sollte eigentlich nur 1 Euro den Leuten zahlen zu enteignen. Also faktisch wollen die im Prinzip eine entschädigungslose Enteignung. Und das ist ja genau das, was man in der DDR auch damals gemacht hat. Und da wehren die sich immer dagegen. Nee, das ist ja, da wollen die nicht von reden, wenn man dann an die DDR erinnert. Aber genau das ist es ja letztlich, dass die Staatswirtschaft anstelle von der Privatwirtschaft gesetzt wird und dass halt, weil die Leute glauben, Staatseigentum ist besser als Privateigentum. Und nur, ich meine, dass das nicht so ist, sieht man ja schon daran. In Berlin kriegen wir es jetzt ja schon seit Unzeiten nicht mehr hin, einen Flughafen zu bauen. So. Und die gleichen Senat, der hier nicht mehr in der Lage ist, das sind ja die Aufsichtsratsvorsitzenden, einen Flughafen zu bauen, sollen jetzt die besseren Immobilienmanager dann am Schluss sein. Also völlig absurd. Ja, ich will nur noch mal auf eine Sache zurückkommen. Das muss jetzt nicht tatsächlich in einer Enteignung enden, aber auch ohne das wird jetzt speziell im Wohnimmobilienbereich tatsächlich das den Menschen immer schwerer gemacht. Und das ist nicht nur hier in Berlin so, das ist in vielen Städten so. Ich gebe mal ein Beispiel, das sind die sogenannten Milieuschutzgebiete. Ja, das gibt ja im Baugesetzbuch in Paragraphen 172 über sogenannte Haltungsgebiete, wo man das angestammte Milieu erhalten will. Und das ist immer mehr ausgedehnt worden. Das gibt es in Berlin, das gibt es aber auch in München, das gibt es in Hamburg, das gibt es in vielen großen Städten. Ich habe selbst eine Immobilie, die jetzt gerade, wo das Gebiet als Milieuschutzgebiet ausgewiesen wurde. Ja. Und das heißt dann konkret Verschiedenes. Zum Beispiel erstens, Sie können die Immobilie nicht mehr so ohne weiteres verkaufen, weil die Kommune hat dann immer ein Vorkaufsrecht. Die kann also in den Vertrag einsteigen. Und manchmal, wenn man das nicht will, weil das ja dann gar keine Transaktionssicherheit ist, da müssen sie sogenannte Abwendungsvereinbarungen dann schließen. Also sie werden genötigt, eigentlich mit der Kommune einen Vertrag zu machen, wo sie sagen, dass die Mieten nur noch so und so erhöht werden, dass sie nicht aufteilen in Wohnungseigentum und was weiß ich alles, ja, sodass am Schluss sie die Immobilie zwar behalten können oder kaufen können, aber gar nicht mehr frei darüber verfügen können. Oder wenn Sie jetzt bauliche Veränderungen vornehmen wollen. Also das war teilweise so extrem, selbst wenn Sie einen Aufzug einbauen wollten, da wurde oft darüber gestritten, dass es Ihnen nicht erlaubt wurde, weil es als Luxus angesehen wurde. Oder wenn Sie zwei Waschbecken zum Beispiel statt einem einbauen wurde, wurde gesagt, nee, das ist Luxus. Oder jetzt gab es einen Fall hier, da war das Badezimmer nur 80 Zentimeter breit. Also da hat gerade so die Toilette reingepasst. So, ja. Und da wollte der Eigentümer das verbreitern, dass es ein bisschen geräumiger wird. Und das ging dann vor Gericht. Nein, haben die gesagt, das ist hier der zeitgemäße Ausstattungsstandard. Das andere wäre jetzt Luxus praktisch. Und deswegen wurde dem verboten, das Bad zu verbreitern. Das heißt, was ich damit sagen will, sie bleiben dann zwar Eigentümer, aber sie können nicht mehr mit der Wohnung machen, was sie wollen, sondern das bestimmt letztlich dann irgendein Beamter im Amt, der sagt das dann. Und das ist so ein Mittelding. Also ich will damit sagen, sie müssen nicht direkt enteignet werden, sondern das ist praktisch der Trick. Man lässt sie formal als Eigentümer, nimmt ihnen aber dann das Recht mit dem Eigentum, das zu machen, was sie machen wollen. Und das ist ja auch im Mietrecht schon so geschehen. Das fing ja an mit der Mietpreisbremse schon vor einigen Jahren, wo sie also bei Neuvermietung die Miete nicht mehr frei aushandeln können, ja, und die ist jetzt noch mal verschärft worden und die soll immer weiter verschärft worden. Also das läuft alles unter der Überschrift, der Rechtstitel des Eigentums bleibt dir zwar, aber die Verfügungsgewalt, die wird dir genommen und wird immer mehr staatlich reguliert. Und das ist so ein Trend, wo man sich schon Sorgen machen muss. Der ist natürlich besonders im Wohnungsbereich da, weshalb ich auch manche Leute kenne, die dann sagen, nee, ich investiere jetzt lieber dann im Gewerbebereich. Gewerbebereich,
weil da gibt es natürlich diese ganzen Dinge nicht, von denen ich eben geredet habe. Okay. Und wie schaut es denn aus, wenn sich der Staat einschaltet und eine Wohnung kaufen will, wenn die irgendwie so ein Vorkaufsrecht dann haben, wenn es Preis X geboten wurde, haben die dann das Recht, auch weniger zu zahlen dafür oder nicht? Ja, das Recht, das haben die auch, weniger zu zahlen. Allerdings glücklicherweise können sie dann praktisch zurücktreten, also den Verkauf auch ganz abblasen. Also da können sie jetzt nicht zu gezwungen werden. Aber ja, die Möglichkeit gibt es theoretisch, wird meistens nicht gemacht, aber gab es auch schon, dass dann da wird ein Gutachter beauftragt und der macht ein Gutachten. Habe ich jetzt gerade in Frankfurt gehört zum Beispiel. Und dieser Gutachter, der kann zum Beispiel zur Meinung kommen, ja, diese 20 Millionen sind nicht der richtige Preis, sondern sind nur 18 Millionen. Ja, also auch das ist möglich, rechtlich gesehen. Okay, und dann kommt der Gutachter, der natürlich zu irgendwelchen Gunsten dann beurteilt, oder wie ist das? Naja, der wird dann halt beauftragt von der Stadt und klar, sie können dann hinterher vor Gericht gehen und können das dann wieder anfechten und Gegengutachten machen, aber das ist ja nicht das, was sie wollen. Wenn sie jetzt eine Immobilie verkaufen wollen und mit dem Käufer einigen sich, das ist ja ein Riesenthema dann. Sie wollen ja nicht dann jahrelang irgendwo gutachten und prozessieren, sondern sie wollen ja die Immobilie verkaufen. Und das sind also so Gefahren, besonders wenn sie in solchen Milieus Schutzgebieten investieren. Deswegen sollte sich jeder Investor vorher genau erkundigen, ob das ein Milieuschutzgebiet ist oder auch eins werden könnte. Ja, das kann ja auch passieren, dass es jetzt noch gar keins ist, aber gemacht wird. Da, wo Sie jetzt investieren, gibt es diese Gefahr sicherlich nicht. Aber gerade in großen Städten, also Hamburg, München, Frankfurt, Berlin, da ist es so an der Tagesordnung mit diesen Milieuschutzgebieten. Habe ich noch eine Frage, und zwar, wie schaut es denn aus mit der Zuordnung der Einheiten? Also es gibt ja auch die Möglichkeiten, über eine Holdingstruktur zum Beispiel die Einheiten zu verteilen auf verschiedene Gesellschaften. Dann ist es vielleicht gar nicht mehr so einfach zurückzuführen, wem das denn alles gehört. Dann, wie wollen die das denn feststellen, wer wie viele Einheiten hat nach außen hin? Das ist ja nicht immer Das ersichtlich. verstehe ich jetzt nicht ganz, Also was Sie jetzt machen. wenn ich jetzt zum Beispiel als Privatperson 3000 Einheiten hätte, dann kann man sagen, okay, der Fröhlich hat 3000 Einheiten, der wird jetzt mal ins Visier genommen. So. Aber wenn ich jetzt 10 GmbHs habe mit jeweils 300, dann Nee, gehören die dann nicht mir. das hilft ja nichts. Es geht ja dann wem es wirtschaftlich zugeordnet wird und dann schauen die dann auch durch. Also das ist ja bei all diesen großen Gesellschaften so, die da jetzt betroffen sind, dass die das in unterschiedlichen Gesellschaften haben. Aber letztlich gehören sie alle dann doch einer Gesellschaft, auch wenn das jetzt in verschiedenen Objektgesellschaften oder GmbHs ist. Das wird dann am Ende halt wirtschaftlich zugeordnet. Jemand wie der Deutschen Wohnen oder der Vonovia oder wem auch immer. Nee, also die Möglichkeit, die gibt es nicht. Aber wie gesagt, das ist schon überhaupt der Skandal ist, dass jetzt ganz so über Enteignung als was ganz Normales diskutiert wird. Das wäre ja vor ein paar Jahren gar nicht denkbar gewesen. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche hier, gucke ich immer sonntagmittags Presseclub geguckt, wo so führende Journalisten diskutieren. Da waren vier Journalisten und zwei davon, die waren jetzt für Enteignung. Dass man droht, und zwar von der Süddeutschen und vom Deutschlandfunk, ja. Und auch der Habeck, der Chef von den Grünen, hat ja auch schon öffentlich geäußert, dass man in bestimmten Fällen auch enteignen soll. Die Linkspartei ist sowieso dafür. Und dann geht es alles noch einher, was mich auch besonders stört, mit einer unglaublichen Hetze gegen Vermieter. Ja. Also wir hatten jetzt in Berlin hier eine Demonstration mit 40.000 Leuten und da wurden Vermieter immer so als Haie dargestellt. Also da gab es immer so Schilder, da stand zum Beispiel drauf, Haie zu Fischstäbchen. Ja, soll irgendwo lustig klingen, aber faktisch, wenn Sie aus dem Hai ein Fischstäbchen machen wollen, müssen Sie ja den Hai töten.
erstmal, ja. Ja. Und komischerweise gerade Leute, die jetzt sonst sich vegan ernähren und sich immer um Tierwohl kümmern, ja, die sagen dann irgendwo Miethaie zu Fischstäbchen zu machen und finden es lustig. Jetzt nur mal als Gedankenexperiment, wenn man das über eine andere Minderheit machen würde, wenn jetzt einer sagen würde, was weiß ich zum Beispiel, Türken zu Fischstäbchen oder Ja. so oder Zuwanderer zu Fischstäbchen. Das ist zum Glück wäre da eine große Empörung. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass jemand sowas machen würde. Zum Glück nicht. Aber bei Vermietern ist irgendwo okay, ja, zu sagen, ha, das ist ein Miethai und überhaupt die Leute schon so als Tiere praktisch darzustellen. Wenn Sie mal jetzt in der aktuellen Ausgabe vom Spiegel gucken, da ist so eine ganze Seite, ein riesiges Bild abgebildet. Schade, ich habe es drüben, sonst könnte ich es gerade zeigen. Da wird der Mieter, da ist so eine schreckliche Heuschrecke praktisch dargestellt. Ich weiß nicht, soll ich es mal kurz holen, die Zeitschrift, oder? Ja, ich kann es kurz einblenden, dann das Bild danach. Genau. Ja, also ich hole es nachher dann. Okay. Da ist ein Haus und da sitzt so eine Heuschrecke mit Oh ja. riesigen, gierigen Augen und mit so Manschettenknöpfen, goldenen und goldenen Schlüsseln. Das ist dann halt der Vermieter, die Wohnungsgesellschaft, ist so eine eklige, gierige Heuschrecke. Ja? Und das würde man ja bei anderen Minderheiten auch nicht machen. Also ich erinnere mich noch in den 70er Jahren. Da war der Franz Josef Strauß damals Vorsitzender der CSU und der hatte mal dann, ah, da haben sie schon, genau, ja, Ja. der von der CSU und der hatte dann Intellektuelle und Künstler als Ratten und Schweißfliegen bezeichnet. Und da hat man sich riesig aufgeregt und hat gesagt, das ist alles, ist ja Nazi-Sprachvokabular und das stimmt auch, weil die Nationalsozialisten, die haben auch immer Juden praktisch so als Ratten oder als Ungeziefer so bezeichnet. Ja. Was jetzt zunehmend geschieht, dass man, das wissen wir auch aus der Vorurteilsforschung, ich habe ja gerade ein Buch geschrieben, die Reichen, die Gesellschaft und ihre reichen Ja. Vorurteile über eine beneidete Minderheit, wo ich mich mit Vorurteilsforschung beschäftigt habe. Und da weiß man aus der Vorurteilsforschung, dass Minderheiten immer erstmal entmenschlicht werden. Also die werden dann als Tiere dargestellt oder als Roboter, als Maschinen. Das war schon immer so, dass die Leute, die starke Vorurteile haben und hetzen gegen Minderheiten, dass diese Minderheiten nicht mehr als Menschen dargestellt wurden, sondern so in die Ecke von Tieren. Und das wird ja auch sonst bei keiner Minderheit akzeptiert. Wie gesagt, da regen sich die Leute ja drüber auf. Aber das war schon immer so. Auch die Nationalsozialisten haben das so gemacht, dass sie die Juden halt als Tiere dargestellt haben, als Ratten oder als Insekten, als Ungeziefer, ja. Und komischerweise regt sich da gar niemand auf, wenn hier in Berlin zehntausende Menschen demonstrieren und überall, die Linkspartei hat es auch überall plakatiert, Plakate, Miethaie zu Fischstäbchen. Und fanden es dann lustig, ja. Aber ich finde es persönlich nicht lustig, sondern das ist einfach eine Hetze, die führt dann halt auch zu Konsequenzen. Zum Beispiel der Vorstand hier der Deutschen Wohnen, der hat so sechs Bodyguards und er kann nur noch mit Bodyguards praktisch sich hier bewegen. Okay. Und neulich haben sie auch die Autos von der Deutschen Wohnen dann angesteckt oder von dem Kröner, mit dem sie ein Interview neulich gemacht haben, Ja. mal haben sie auch die ganzen Autos dann angesteckt von seiner Firma. Ja. Also das bleibt hier jetzt nicht bei solcher Hetze oder bei solchen Karikaturen, sondern führt ja dann direkt auch zu physischer Bedrohung. Einer wie der Kröner kann auch nur noch mit Bodyguards sich bewegen. Ja, und das ist doch schon eine Sache, die einem sehr zu denken geben sollte. Also diese Hetze, die ist mit Worten, die ist nur der Anfang und führt dann natürlich in der Konsequenz dann auch bis zur physischen Bedrohung von Immobilieneigentümern, von Vermietern. Weil es halt einfach nicht bis ins letzte Detail verstanden wird. Und ja, das ist halt das größte Problem wahrscheinlich, weil die Leute sich gar nicht damit befassen und gar keine Ahnung haben von der Materie. Natürlich nicht. Und das war aber schon immer so. Das ist auch, wie gesagt, ein Thema in meinem Buch Die Gesellschaft und ihre Ja. Reichen, kann ich nochmal empfehlen bei der Gelegenheit. Da habe ich mich ja auch geschichtlich damit befasst. Und es gab immer schon diese Sündenbock-Zuschreibung. Also das war im Mittelalter schon so, dass man da
wenn es da zum Beispiel die Pest gab oder irgendwelche Naturkatastrophen, dann konnten die Menschen das auch nicht verstehen. Die wussten jetzt nicht wissenschaftlich, woher kommt es oder wie wird es verbreitet. Ja? Und dann haben die gesagt, ja, der Jude hat einen Brunnen vergiftet zum Beispiel. Oder dann wurde gesagt, die Hexen, die waren es gewesen. Also wurden oft Hexen für verantwortlich gemacht. Ja, damals wurden 40.000 bis 60.000 Hexen in Europa ermordet. Ja? Das waren also 40.000 bis 60.000. Ja? Und das war, weil die Menschen, wenn sie was nicht verstehen, wenn was komplexer ist, dann brauchen sie immer irgendeinen Sündenbock, irgendjemand, auf dem sie es dann abladen können, dass sie sagen, ha, das ist der Schuldige, Irgendjemand der ist war es schuld, ja. gewesen. Ja? Und so, dann steigen die Mieten. Und ja, die meisten Menschen, die verstehen nicht, wie ist es mit den Bauvorschriften, woran liegt es, die Genehmigungsverfahren und so weiter. Ja? Und die Politiker wollen ja nicht die Schuldigen sein und lenken dann leicht ab auf die Immobilienunternehmen. Und das ist gerade hier in Berlin besonders absurd, weil wir haben hier ja eine Bausenatorin, oder ich nenne sie eigentlich Bauverhinderungssenatorin, die ist von der Linkspartei, also das ist ja die ehemalige SED, die in der DDR schon regiert hat, die sich nur zweimal umbenannt hat, erst in PDS und heute heißt es halt Linkspartei, die ist hier verantwortlich für diese Themen. Und in der Zeit, seit die hier ist, ja, das sind die B-Pläne, die ja Voraussetzung sind für die Bebauung, hat sich halbiert, die Zahl der B-Pläne. Ja, das wird sich noch in Zukunft ganz fatal auswirken. Die Baugenehmigungen, die sind rückläufig, und Hat ja weil die keiner Bock mehr praktisch, zu bauen. ja, die sieht Investoren als Feinde an, und das sehen Sie auch, mit welchen Beratern sie sich umgibt. Also die Frau Lomscher hier, die Bauverhinderungssenatorin, die hatte direkt, nachdem sie das Amt angetreten war, einen Staatssekretär eingestellt. Und dieser Staatssekretär, der musste dann aber gehen. Warum? Weil das war ein ehemaliger Stasi-Agent, den sie da eingestellt hat, also der in der DDR für die Staatssicherheit gearbeitet hat. Okay. Und der hat auch Bücher geschrieben und Vorträge gehalten, noch in den letzten Jahren, wo er Venezuela immer als Vorbild bezeichnet hat. Also er hat dann die Wohnungsbaupolitik in Venezuela, dem sollten wir jetzt hier in Deutschland folgen. So, das war noch vor ein paar Jahren. Jetzt weiß man ja, wie das sozialistische Experiment in Venezuela geendet ist. Ich meine, da Ja. sind von 30 Millionen Menschen schon über 3 Millionen geflohen, weil sie hungern. Die Menschen haben kiloweise abgenommen, weil sie hungern. Ja? Die Inflation ist die höchste auf der Welt. Wahrscheinlich über 1 Million% Inflationsrate allein in diesem Jahr. Die Wirtschaft ist völlig zusammengebrochen. Ja? Und das ist also wieder mal eigentlich ein sozialistisches Experiment gescheitert. Und genau so jemand, der noch vor wenigen Jahren den Sozialismus in Venezuela als Vorbild für uns in Deutschland gepriesen hat, den hat sie zum Staatssekretär ernannt. Und da sehen Sie schon das Denken dieser Menschen, die also einfach aus der Geschichte nicht gelernt haben. Ja? Und die Geschichte, die zeigt halt, dass alle Formen des Sozialismus immer wieder gescheitert sind. Also ich habe gerade ein Buch drüber gelesen. Das gab jetzt in den letzten 100 Jahren über 24 sozialistische Experimente in Welches verschiedenen Buch war Ländern. das? Das heißt, Socialism, the failed idea that never dies, ja, kann ich Okay. also sehr empfehlen. Und ich habe auch den Autor neulich in London kennengelernt, und der weist nach, dass also alle Experimente sind gescheitert, und immer haben die in der Anfangsphase, wie jetzt in Venezuela, gejubelt und haben gesagt, das ist toll. Auch die Sahra Wagenknecht, die hat über Venezuela gesagt, es sei ein ökonomisches Modell, auch vorbildlich für Deutschland. Ja. Und wenn es dann gescheitert ist, dann kommt immer Trick 17. Dann sagen sie, ah, sorry, war gar nicht der richtige Sozialismus, war gar kein Sozialismus, aber das nächste Mal wird es besser. Das nächste Mal scheitert es wieder, ja. Und das Ja. ist immer wieder so. Und man sieht halt, dass es irgendwo unbelehrbare, ewig Gestrige sind, die einfach nicht in der Lage sind, irgendwas aus der Geschichte zu lernen. Und dabei kann man es ja gerade in Deutschland besonders gut sehen. Wir hatten ja in der DDR diese Staatswohnungswirtschaft. Und obwohl das jetzt ein Schwerpunkt war in der Zeit vom Erich Honecker, wo der regiert hat, der hatte den Wohnungsbau also sogar zur Priorität gemacht. War das ein Desaster? Sie mussten ja jahrelang in der DDR warten, bis sie dann so eine Plattenbauwohnung bekommen haben. Die ganzen Altbauten, die noch zum Teil also aus dem letzten Jahrhundert waren, die sind ja zerfallen in Leipzig, in Dresden, in Erfurt, in Berlin. Die sind dann erst in den 90er Jahren
mit unglaublich vielen Steuermilliarden wieder saniert worden. Ja, das wurden ja damals 84 Milliarden Euro mussten dann investiert werden in die Sanierung und den Neubau von Wohnungen. Da gab es damals ein riesen Steuergesetz, Fördergebietsgesetz hieß es, sogenannte Sonder-AFA Ost. Ja. Und da mussten ja Milliarden Mittel dann von Privaten auf die Weise mobilisiert werden. Warum? Weil der Sozialismus hatte praktisch genauso schlimme Auswirkungen auf das Wohnungswesen, wie jetzt ein Krieg hat. Ja. Es Weil war die eine Zeit lang Wohnungen. billig und am Ende hat halt das ganze Geld gefehlt und dann muss es Natürlich, wieder weil instand gesetzt werden. es konnte nicht, die Miete war günstig, aber die Wohnungen sind halt zerfallen. Ja? Ja. Und das ist ja das Absurde, wo die Leute einfach nicht daraus lernen und wo sie jetzt sagen, Staatswohnungen wären besser. Und wenn man jetzt die ganzen Milliarden, die jetzt dafür aufgewendet werden sollen, als Entschädigung für die Enteignung von Wohnungskonzernen, wenn jetzt der Staat die einsetzen würde, um Wohnungen zu bauen, da könnte man hunderttausende Wohnungen bauen. Und da wäre den Menschen wirklich mit geholfen. Weil wer heute jetzt hier eine Wohnung sucht und keine vernünftige Wohnung findet, dem ist doch nicht damit geholfen, dass jetzt irgendwo den Wohnungseigentümern ihre Wohnungen weggenommen werden und die in Staatswohnungen überführt werden. Da entsteht ja keine einzige Wohnung dadurch. Da wird keinem Menschen geholfen. Was sind Also, denn die völlig absurd. Argumente von den Befürwortern für die Enteignung, die Top ein, zwei Argumente, so warum wollen die das? Verstehen die das nicht? Also ist ja logisch, wenn man da was eben dem einen was wegnimmt, dann wird es nicht mehr draus. Wieso Genau, wollen die es dann trotzdem? das können die natürlich auch nicht abstreiten. Die sagen, ja, das ist auch nicht der Zweck der Übung. Der Staat, der muss dann anfangen, Wohnungen zu bauen. Aber das soll halt weggenommen werden, damit die Miete nicht so stark erhöht werden kann und damit nicht modernisiert wird in dem Maß, wie es jetzt geschehen ist. Nur muss man sagen, der Unterschied zwischen der Miete jetzt zum Beispiel bei so einer Gesellschaft wie bei der Deutschen Wohnen und bei den staatlichen Unternehmen hier, das sind ja nur 20 Cent. Das ist ja nicht so, dass hier exorbitant hohe Mieten gezahlt werden müssen Ja. im Stand, sondern das ist ja in Berlin 6,30 €. Ich vermute, das ist ja bei Ihnen in Heilbronn, da zahlen die Leute ja mehr Miete vermutlich als hier in Berlin. Ja, kommt drauf an, wo und so, aber es ist schon mehr drin ab und zu, ja. Ja, oder in einer Stadt wie in München oder in einer Stadt wie gar in Paris oder in London, da hätten die Menschen ja viel mehr Grund, sich darüber zu beschweren. Die lachen ja darüber, wie günstig die Mieten sind. Trotzdem ist klar, muss mehr günstiger Wohnraum geschaffen werden. Aber das ist halt in Deutschland oft gar nicht möglich wegen unseren Bauvorschriften. Gucken Sie mal, in Holland zum Beispiel, da sind die Bauvorschriften nicht so extrem, da hat man vieles entschlackt und da können Sie schon Neubau für 1.000 € Quadratmeter machen. Das ist ja in Deutschland gar nicht möglich, weil sie haben jedes Jahr irgendwelche neuen Ökovorschriften, die das Bauen verteuern. Und unglaublich viele bürokratische Hemmnisse. Und da müsste man eigentlich ansetzen, dass man sagt, um günstigen Wohnraum zu schaffen, müsste man diese ganzen Zehntausenden Bauvorschriften einfach mal radikal entrümpeln und die ganzen unsinnigen Ökovorschriften und auch die Genehmigungszeiten. Wenn Sie mal gucken, Reduzieren, das vergeht ja oft 10 Jahre vom Kauf von einem Grundstück, bis dann die Wohnung fertig ist. Das ist ja nicht selten, dass da 10 Jahre vergehen. In Berlin ist die durchschnittliche Zeit praktisch hier für so einen B-Plan ist 8 Jahre. Ja? So, und in manchen Bezirken sogar 12 Jahre, wie in okay. Neukölln. Ja? Und das heißt, zwischen dem Kauf von einem Grundstück und dass die Wohnungen dann fertig sind, Dauert vergehen ja zum ewig. Beispiel 10 Jahre. Und davon wird 2 Jahre gebaut und 8 Jahre ist mit Behörden, mit Politikern, mit Bezirksparlamenten Diskussion. Ja? Und da müsste man ansetzen, dass man sagt, das müsste entschlackt werden. Warum muss das 8 Jahre dauern? Warum kann es nicht ein halbes Jahr dauern, zum Beispiel? Ja? Ja. Das sind ja die Punkte, wo Ist man ja eigentlich total überlastet. ansetzen müsste. Ja? Das sind auch dann zum Teil viel zu wenig Leute in den Ämtern. Dann ist jemand krank. Dann, ja, das ist ja auch nicht nur in Berlin so. Ich habe das Beispiel neulich in München gehört. Da musste irgendwo eine Bescheinigung ausgestellt werden, dass da genug Schulplätze sind. Das konnte aber nur eine Frau machen. Und die war dann aber ein Dreivierteljahr krank. Die hat auch keine Vertretung. Ist halt ein Dreivierteljahr liegen geblieben. Musste halt ein Dreivierteljahr warten. Die sind da geduldig. Ja? Und ein anderes Beispiel aus Frankfurt. Da haben sie drei Hamster entdeckt. So, ja? Und
da mussten für die Hamster praktisch ein neues Biotop geschaffen werden. Das hat 240.000 Euro gekostet mit einem Angestellten, noch der dafür bezahlt werden musste. Das heißt, pro Hamster 80.000 Euro wurden da ausgegeben. Ja? Und, oder hier in Berlin auch ein Beispiel, da sollten 1.000 Wohnungen gebaut werden, und zwar günstige Wohnungen. Ja? Und da haben sie sogenannte Knoblauchkröten entdeckt. Ja? Die mussten dann im Eimer irgendwo aufsammeln, mussten dann so Gitter aufbauen, dass die Knoblauchkröten da nicht weiter reinkriechen und so weiter. Da gab es Baustopp ein halbes Jahr, dann wurden wieder gebaut, dann wurden wieder Kröten gefunden, dann gab es wieder Baustopp. Ergebnis der ganzen Sache: Die Wohnungen sind bis heute nicht fertig. Die Kröten haben ihr Zuhause, aber die Mieter haben kein Zuhause. Ja? Und das Unternehmen, das es gemacht hat, das war ihr größtes Projekt, das einzige große Projekt. Es sind jetzt 40 Mitarbeiter praktisch arbeitslos geworden, ja, weil die natürlich dadurch in Ruin gebracht wurden. Ja. Und das sind aber Fakten, die wissen die Leute gar nicht. Und ich hatte mal die Idee, ich wollte so ein Schwarzbuch Wohnungsbauverhinderung machen. Also Sie kennen das vielleicht, der Bund der Steuerzahler gibt jedes Jahr so ein Schwarzbuch Steuerverschwendung raus. Da werden so die absurdesten Beispiele genannt, wo so überall Steuermittel verschwendet werden. Und so wollte ich so ein Schwarzbuch, wo ich lauter solche Beispiele zusammenstelle, die ich ja alle kenne, weil ich ja überall meine Veranstaltungen mache mit den Projektentwicklern. Das ist aber nicht möglich. Warum? Weil der einzelne Projektentwickler, der will halt darüber nicht reden, der traut sich dann in der Regel nicht, weil er sagt, dann die Behörden sitzen ja doch am längeren Hebel, und wenn ich Und da dann dauert jetzt es noch länger. großen Aufstand mache, dann erst recht, ja. Und die werden ja auch zum Teil erpresst. Also einer hat mir neulich erzählt, das Haus war alles längst genehmigt, und dann sagt irgendwo der in dem Amt, ja, die Farbe, die gefällt ihm jetzt nicht mehr. Das war so eine Art Anthrazit. Dann hat er gesagt, naja, aber das ist doch alles längst genehmigt, also ist doch gar kein Anhaltspunkt jetzt hier mehr. Ja, sagt er, ja, da würde ich mich nicht so drauf versteifen. Ich denke, sie werden noch viele weitere andere Genehmigungen in den nächsten Jahren brauchen. Also würde ich mich mal nicht so stur stellen an ihrer Stelle. Ja? Und das sind alles Sachen, die erfahre ich, aber die wissen natürlich die meisten Leute nicht. Die Politiker wissen es nicht mal, die Journalisten wissen es nicht, ja? Der normale Bürger weiß es sowieso nicht. Und dann wird ein einfaches Opfer angeboten, ein Sündenbock, dass gesagt wird, aha, schau mal, der Immobilienhai, die Immobilienheuschrecke, die hat es gemacht, die hat die Mieten erhöht, die war es gewesen. Und natürlich findet man auch immer dann Beispiele. Das sind ja jetzt nicht alle Immobilienleute irgendwo tolle Typen, die ethisch handeln, ja, sondern da gibt es natürlich immer wieder welche, die auch so handeln, dass man sagt, da kann man sich nur die Haare raufen, und das ist in der Tat absolut kritikwürdig. Aber dann werden diese Einzelbeispiele in der Zeitung groß ausgebreitet, und dann wird verallgemeinert, dann wird gesagt, guck mal, so sind sie, das sind die Vermieter, ja, so als typisch. Und das ist auch ein Unterschied, war auch ein Thema, was ich in meinem Buch behandelt habe, wie zum Beispiel reiche Menschen als Minderheit behandelt werden im Unterschied zu anderen Minderheiten. Wenn jetzt von einer anderen Minderheit irgendjemand was Schlimmes macht, nehmen wir mal an, da waren ja die Terroranschläge durch Islamisten zum Beispiel gewesen, ja, und da gab es immer im Fernsehen dann so eine Zusatzbelehrung, dass da irgendeiner gesagt hat, bitte nicht verallgemeinern, nicht jeder Moslem ist ein Terrorist, und die meisten sind friedliche, anständige Menschen, die hier leben, was ja auch stimmt. Ja? Das heißt, da hat man immer gesagt, vorsichtig nicht verallgemeinern. Umgekehrt, wenn jetzt ein Vermieter irgendwie eine Schweinerei macht oder ein Reicher, ein Manager, dann habe ich noch nie gehört, dass einer gesagt hat, Vorsicht, bitte nicht verallgemeinern, ist ein Einzelfall, die meisten sind anders, sondern dann kommt immer diese Verallgemeinerung, und das haben wir auch nachgewiesen. Ich habe also, ein Drittel von meinem Buch beschäftigt sich mit einer sogenannten Medieninhaltsanalyse. Das heißt, da wurden hunderte Zeitungsartikel wissenschaftlich ausgewertet, und da wurde genau gezeigt, dass bei Reichen immer diese Verallgemeinerung und Pauschalisierung stattfindet. Also, dass nicht der als Einzelfall gesehen wird, sondern als typisch. Und das sieht man halt auch bei Vermietern. Ja. Und da gebe ich aber auch vielleicht das noch von mir als Zusatzsache der Immobilienwirtschaft selbst auch eine Schuld, weil die sich nicht richtig wehrt, ja, weil die in der Regel das irgendwo schweigend hinnimmt,
über sich ergehen lässt und sich nicht richtig wehrt. Ja, Weil da sie auch gibt Angst es, haben ein bisschen, dass sie ja, es noch schwerer haben in der Zukunft dadurch. ja, was ich bewundert habe, also das war so ein Bild, ich habe das auch auf Facebook gepostet, das hat ganz vielen Leuten gefallen. Da waren doch hier diese 40.000 Menschen, die demonstriert haben mit Enteignung und Mietheil für Fischstäbchen. Da war ein einziger Mann. Das ist auch ein Freund von mir, das ist hier der Fraktionsvorsitzende von der FDP in Berlin. Der stand alleine da mit einem riesen Schild, ja, da stand drauf, bauen statt klauen. Ja, Okay. bauen statt klauen. Fand ich aber toll. Wissen Sie, fand ich mutig. Ich habe in der Weile, muss ich zugeben, zu Hause hier in der Sonne gelegen, auf der Dachterrasse. Ja. Aber ich fand es klasse, dass der das gemacht hat. Und warum gibt es nicht mehr? Warum stehen Sie und ich nicht dann auch mit so einem Schild da? Warum wehrt sich nicht die Immobilienwirtschaft? Ja? Warum tun wir nichts dagegen? Also ich versuche ja wenigstens das öffentlich zu machen, so wie jetzt in dem Gespräch mit Ihnen. Jetzt im nächsten Fokus kommt ein Artikel von mir, wo ich gegen diese Heuschreckendiskussion mich wende, ja, und wo ich diese Beispiele, die ich eben auch genannt habe, berichte. Also da ist jeder eigentlich aufgefordert, auch was dagegen zu tun, weil die andere Seite, diese Enteigner, die sind ja aktiv, die machen eine ganze Menge, aber Ja. die Immobilienleute, die wehren sich irgendwo nicht, ja. Wenn wir genug Reichweite hier haben auf dem Channel, dann machen wir mal einen Aufruf und geben Kontra. Ja, sie tragen es ja da schon zu bei. Und da ist eigentlich jeder aufgerufen, irgendwo sich auch zu wehren und auch in seinem Bekanntenkreis irgendwo dann zu argumentieren. Das Problem ist halt, dass die Medien überwiegend auch diese antikapitalistische Einstellung haben, dass da, wenn Sie zum Beispiel so eine Talkshow sehen, dann wird meistens mehr eingeladen, die praktisch die Gegenseite vertreten, als jetzt aus der Immobilienwirtschaft. Und viele auch aus der Immobilienwirtschaft, die sind dann auch argumentativ leider nicht so gut. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Wir haben das Thema gerade gehabt, dass die Behörden eben schneller sein müssen, damit man schneller bauen kann, weil der Genehmigungsprozess kann ja nicht sein, dass 8 Jahre dauert, das wird ja immer schwerer. Was kann man jetzt aber aus Investorsicht machen? Gerade in Holland zum Beispiel ist halt das Bauen billig und die Vermietbarkeit wahrscheinlich auch nicht so schlecht in Großstädten. Kann man vielleicht, oder macht es vielleicht Sinn, dann als Investor ins Ausland zu gehen? In irgendein Also, anderes Land oder? manche Wie sehen machen Sie das ja das? auch, ja. Ja. Manche machen das ja auch, ja. Ich persönlich habe auch zum Beispiel in den USA investiert, ja. Ja. Allerdings ist da das Problem, wenn Sie sich nicht auskennen, ja, im anderen Land, ja, dann ist es schon sehr schwierig, das selbst zu machen, ja. Sie sehen es ja auch, da, wo Sie jetzt zum Beispiel investieren, in Heilbronn und in der Umgebung, ja, da kennen Sie sich jetzt gut aus, da haben Sie das Wissen. Wenn ich jetzt nach Heilbronn kommen würde, wäre ich wahrscheinlich schon im Nachteil Ihnen gegenüber, weil ich es gar nicht richtig verstehen würde. Sie haben sich halt länger mit befasst. Und wenn Sie jetzt in ein ganz anderes Land kommen, in eine ganz andere Stadt, ja, dann sind Sie meistens gegenüber den Einheimischen erstmal im Nachteil, weil die halt ein besseres Netzwerk haben, eine bessere Kenntnis auch von Trends, ja. So, dass Ja. ich es also so gemacht habe bei den USA. Ich habe da mal zwei Wohnungen selbst gekauft. Das war auch okay, aber sagen wir, alle Investitionen, die ich hier gemacht habe, waren also deutlich bessere Investments und habe deswegen jetzt dann da in einen institutionellen Fonds von Jamestown investiert, weil das ist halt jemand, den ich kenne, der seit Jahrzehnten da am Markt aktiv ist, ja, und dem ich auch vertraue und der auch vor allen Dingen einen sehr guten Track Record hat, ja. Das heißt, da würde ich dann eher das indirekt machen, als jetzt direkt zu machen im anderen Land, ja. Okay, alles klar. Aber da ist halt dann wiederum das Problem, dass man nicht finanzieren kann bei solchen Fonds. Naja, die finanzieren ja auch, das geschieht halt innerhalb des Fonds, ja. Ja. Also machen die das ja auch nicht alles mit Eigenkapital, das wird ja auch innerhalb des Fonds dann finanziert, ja. Aber klar, das ist jetzt mehr was, nicht wenn man jetzt jung ist und erst am Anfang steht. Sie haben ja zum Glück jetzt auch eine Nische gefunden, wo Sie jetzt investieren können, wo sie jetzt diese ganzen Probleme, die ich vorhin genannt habe, Enteignungsdebatte, Milieuschutzgebiete und so, das gibt es ja bei Ihnen vermutlich alles Nee, es gibt. überhaupt gar nicht. Ja? Dann wird halt noch kein Gegenwind bekommen in der Hinsicht, aber was ich halt persönlich immer mehr spüre, es gibt immer weniger Angebote, mit denen wir was anfangen können.
Und die Nachfrage steigt trotzdem noch. Also es gibt immer mehr Leute, die halt was kaufen wollen, und es kaufen auch immer wieder welche, wo ich sage, hey, das ist viel zu teuer gewesen. Und da muss man halt schauen, dass man nicht sich zu teuer irgendwie einkauft und dass man da irgendwie bessere Angebote wieder ranbekommt. Aber es gibt halt einfach aktuell nichts Gescheites mehr am Ja, Markt. Das ist so das das große, Problem bei uns. natürlich, das ist überall letztlich das große Problem, dass es wenig vernünftiges Angebot gibt. Deswegen muss ich ja zugeben, ich habe jetzt auch seit Jahren schon nichts mehr gemacht. Ja, und gut, aber man kann dann eigentlich nur erwarten, irgendwann wird es auch eine Korrektur sicherlich geben. Wir haben jetzt ja jahrelang relativ äußerlich gesehen krisenfrei. In Wahrheit brodelt es ja alles unter der Oberfläche. Aus meiner Sicht ist weder die Finanzkrise noch die Eurokrise zu Ende, sondern die werden wieder mit geballter Wucht leider irgendwann auch kommen. Und das wird sicherlich dann auch auf der anderen Seite dazu führen, dass es dann Preiskorrekturen gibt. Und wenn man dann genügend Geld in der Hinterhand hat, in der Reserve, könnten sich dann wieder günstigere Kaufgelegenheiten bieten. Ja, also man muss auch manchmal in der Lage sein, mal ein paar Jahre nichts zu machen. Nur ich gebe zu, das fällt jetzt jemand wie mir einfach zu sagen, der schon in der Zeit, wo es einfacher war, investiert und Vermögen geworden ist. Wenn ich jetzt jung wäre, wird mir natürlich stinken, dass sie jetzt gerade das Pech haben, in der Zeit anzufangen, wo jetzt alles irgendwo total teuer ist und wo sie es jetzt zugegebenerweise viel schwieriger haben, als es jetzt für mich war. Zum Beispiel vor 15 oder vor 20 Jahren, wo alles noch viel günstiger war, wo es diese Probleme nicht gab. Ja, Auf dem rauen Meer lernt man das Segeln. kann man auch so sagen. Klar, damals gab es andere Schwierigkeiten. Ich weiß noch, wenn ich dann ein Haus gekauft habe, da war man schon ganz schwer, dann Mieter zu finden. Was musste ich da alles tun? Da musste ich dann da Zettel verteilen lassen, umgeben, hier ist eine Wohnung zu vermieten oder große Banner, weiß ich noch, ein großes blaues Banner rangehängt, schöne Wohnung zu vermieten. Und trotzdem hat sich niemand gemeldet, obwohl es wirklich schön war und billig war. Ja, also es war auch so, das waren dann halt andere Probleme, ja, dass man irgendwo dann zum Teil gar keine Mieter gefunden hat dafür. Ja, klar. Aber wo kommen die ganzen Leute jetzt her? Die Bevölkerung ist jetzt nicht so krass gestiegen. Naja, gut, wir haben zwei Entwicklungen. Also erstens mal sind natürlich in Deutschland immer mehr Menschen aus ländlichen Regionen In in Städte die gegangen. Metropolen gegangen. Das ist überall so, also gerade aus ostdeutschen Städten sind viele halt weg, aber auch im Westen. Das war ganz klar diese, was man als Urbanisierung bezeichnet, dass die Leute halt vom Stadt in Land gehen. Das war ein Trend. Dann gab es eine Zeit lang, wo die Eurokrise waren. Da sind viele dann auch aus anderen Euro-Ländern gekommen, Italiener oder Griechen oder Spanier. Ja, die sind danach gekommen. Und ja, und dann gab es natürlich die Zuwanderung, und das bleibt ja auch nicht ohne Konsequenz, wenn dann 1,5 Millionen Menschen hier zusätzlich kommen. Da braucht ja auch jeder ein Dach über dem Kopf. Das erhöht ja auch die Nachfrage. Und da hat die Bundeskanzlerin Merkel so schön gesagt, wir schaffen das, ja, aber so einfach ist es halt auch nicht, wie sich dann gezeigt hat. Also da kommen ganz viele Faktoren zusammen, die Nachfrage erhöht haben. Und das Problem ist halt, dass das Angebot auch an bezahlbarem Wohnraum deutlich dahinter zurückgeblieben ist. Und das führt ja dazu. Alles klar. Super, dann vielen Dank, Herr Dr. Dr. Zittelmann. Ich hole mal noch ganz kurz das Buch, wovon Sie gerade gesprochen haben. Danke, ja. Halte es auch noch mal kurz in die Kamera. Ganz schön Ja, dick. prima. Ist dick, muss man auch nicht alles auf einmal lesen, ja. Aber ich freue mich natürlich über jeden, der das liest. Und ansonsten nochmal vielleicht die Empfehlung. Ich bin jetzt so seit einem Jahr bei Facebook sehr aktiv. Bin jetzt auch schon in kurzer Zeit, jetzt sind wir ungefähr bei 11.000 Followern. Also das ging jetzt relativ rasch in dem Jahr von 1.000 auf 11.000. Und da poste ich jeden Tag Sachen, gerade auch jetzt zu dieser Enteignungsdebatte poste ich eine ganze Menge Sachen, auch sonst manchmal lustige Sachen, politische Sachen, kontroverse Sachen. Also einfach gucken, in Facebook finden Sie mich, wenn Sie Ich verlinke es einfach mal drunter. Dr. Zittelmann, ja, und da freue ich mich über jeden, der da kommt und der da mitdiskutiert, ja, und ja, freue mich aufs nächste Interview mit Ihnen, hat wieder Spaß gemacht, und Dankeschön, dann mir weiter viel Erfolg bei Ihren Investments, auf dass Sie die Nadel im Heuhaufen finden, sozusagen, ja, Vielen Dank. danke, ja. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Gesprächs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und einen Daumen hoch da lässt. Vielen Dank und dir ganz viel Erfolg beim Investieren. Dein Fabian.